nützliche Dinge erfinden. Das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so einfach. Und entsprechend landen auch in den Erfindersendungen im Fernsehen öfters mal Sachen, die jetzt nicht gewesen wären. Aber diese Woche haben zwei Gründer den Vogel abgeschossen. Ihre Innovation, pinke Tampon-Entnahmehandschuhe. Ja, darauf hat die Welt gewartet. Sabine Geibel schreibt den beiden den Brief der Woche. Lieber Eugen und lieber André, ich schreibe euch einen Brief, damit ihr euch freut. Denn ihr habt diese Woche echten Erfindergeist bewiesen. Oder sollte ich sagen, Erfinder-Kleingeist? In einem Land, in dem das Auto, der Buchdruck und der Corona-Impfstoff erfunden worden sind, kommt ihr mit einer neuen, bahnbrechenden Idee auf den Markt. Pinky Gloves heißt eure Innovation. Und zwar große Gummihandschuhe, die Frau dazu nutzen...